Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich bin es, euer Onkel Bogi, und wir sind zurück zu Stranded Deep. Tag 9 und das Gute ist, es ist auch Folge Nummer 9. Das wird richtig gut. Ja, ob es richtig gut wird, wird sich noch zeigen. Vor allem, ich muss aufpassen, wenn ich mich bewege hier. Ich habe gestern Freunden bei einem Umzug geholfen und habe richtig viel geschleppt über 7 Stunden lang. Mir tut irgendwie alles weh, also von daher wäre ein bisschen Urlaub auf der Insel nicht schlecht. Deswegen meine Bitte, seid lieb zu mir. Tiere auf der Insel ebenfalls. Ja, wir hatten das letzte Mal ja ein bisschen ringsherum alles eingesammelt. Das Schweinchen ist immer noch dabei. Ich finde es nicht so wirklich toll hier. Hier liegt, wie ich erfahren habe, nicht der Bogen, grob, sondern der Bogi-Bogen, wie ich beim Kollegen Bolle gelernt habe. Gruß dahin. Wir haben Kisten, wir haben ein Schiff, wir sind hungrig, wir sind durstig. Okay. Wir haben, das könnten wir... Jetzt habe ich denn die Bretter überhaupt in der Hand? Wollte ich irgendwas an der Hütte da oben bauen noch? Haben wir jetzt ja ein paar Tage nicht gespielt. Mal schauen. Das wäre auf jeden Fall so eine Halterung, mit der wir eine Laterne mal festmachen könnten. Wäre ganz cool. Crafting, ein Hook. Wo bist du? Holzhaken. Nee. Ich wollte gerade sagen, wenn wir denn nicht hier dran machen. Wenn wir hier unten dranhängen, dass wir einfach mal so ein bisschen. Wenn wir es hier auf die Ecke. Ach, auf schräg geht's nicht drauf. Schade. Dass wir hier Licht haben. Vielleicht besser an der Ecke sogar dran zu hängen, oder? Wobei, da fehlt noch die Ecke. Hier unten dran? Ja, machen wir mal hier dran. Ah. Ja, eben ging's doch noch. Warte mal. So. Das kann man nämlich dann hier mit E anbringen. Und dann, wenn es Nacht wird, haben wir da Licht. Das ist auch cool, oder? Licht! Geht auch bei Tag, wie ich sehe. Ich wollte den Lehm aus dem Wasser rauskloppen. Das hatten wir ja letztens gesehen, dass hier bei den... Wo haben wir denn? 7.50 Uhr. Das wäre eigentlich noch optimal, um loszufahren. Mal her. Wie sieht's denn aus hier? Oh, das ist auch voll, das Ding. Ups. Ey. Durst geht noch einmal. Hunger. Achso, da hängt noch was dran. Geräucherte mittlere Krabbe. Wie sieht's jetzt aus? Ganz gut, es dürfen auch wieder heilen. Dann können wir doch mal gleich. Wir haben noch Schlangen hier. Nicht, dass die schlecht werden. Schön ausweiden. Und dann machen wir noch mal ein Feuerchen neben. Oh, geil, fantastisch. Hm. So, dann bringen wir das Fleisch doch mal an. Denn wir wissen, geräuchertes Fleisch hält sich eine Weile. Sollen wir dann noch die richtigen Steaks draufhauen von dem Schwein? Schadet sicherlich nicht, oder? Weil das irgendwie geht es mir auf den Geist, dass die ganze Zeit hier nicht weiß, was es machen soll. So, schön hier vorne über die Nase ziehen. Aber jetzt machen wir jetzt mal hier von Namen. So, und jetzt richtig, oh, jetzt spritzt das Blut direkt auf uns drauf. So mögen wir das. Das spritzt bis oben an die Bildschirmkante. Nochmal. Oh, fantastisch. Nochmal. Noch ein Steak. Ich liebe ja Schweinelände. Die holen wir jetzt hier raus. Ja, aber nicht, dass ihr hier Veganer und Vegetarier seid und dann sagt ihr, der Bogi, der isst Schweinelende, das können wir nicht dulden. Das kann man wohl dulden. Ich akzeptiere das ja auch, wenn ihr Gemüse esst die ganze Zeit. Ja. So, grobes Fleisch. So grob ist das gar nicht. Ich habe das auf so viele Pfeile in das Schwein reingeschossen und dann noch Speere draufgeschmissen. Ey, nein. Okay, ich dachte, es gibt schon eine Belohnung hier für dranmachen und abmachen. Und jo. Komm schon. Ja. Ich bin echt so ein Gastemiker mit den Tasten. Geschafft. Wir können es ausbrennen lassen auch. Es ist ja folgendes. Wir brauchen Holz. Ja. Genau genommen brauchen wir noch ein bisschen mehr. Und zwar habe ich ja vor, hinten an das Floß, warum auch immer das Schepp im Wasser hängt gerade, noch so eine, noch eine Ball-Foundation dran zu machen. Ja, aus dem einfachen Grund, dass wir das Regal dann drauf machen. Wir könnten auch hingehen und das Material für dieses Regal, das sind 3 Bretter,
Die Foundation unten, ach, da liegt auch noch ein Krebs aus zum Auseinandernehmen. Die Foundation sind 2, das heißt, wir brauchen 5 Bretter. Wobei, hier, das machen wir gerade mal. So. 5 Bretter, das wäre diese Kiste. Das wäre eigentlich schon perfekt. Also können wir das Ding auch noch hier reinmachen? Lalala, Palmwedel, wedel mir ein. Dann packen wir dich mal rein, dass es noch ein bisschen Wasser gibt, wenn wir zurückkommen. Ah. Kleine Schlange, das ist noch roh. Ja, weil ich will Folgendes machen. Ich will gut gesättigt hingehen und wir befinden uns am nördlichen Kartenrand, hatte ich mal nachgeschaut. So, nördlicher Kartenrand, wo wir angefangen haben. Das heißt, wir müssten eigentlich Richtung Osten. Da drüben ist. Die Insel ist aber Südosten. Mal auf die Karte gucken. Niemals ohne. Niemals ohne Südosten, ist ja ganz da hinten. Ja, warte mal, da muss es im Osten auch eine geben. Wieso gibt es einen Osten? Da hinten ist eine, aber das ist doch Südosten. Ja, auf jeden Fall, ich will auf dieser Insel hier nicht die ganzen Palmen platt machen. Ich finde die schön, dass sie hier stehen. Und auch nicht die ganzen Bäumchen umhauen und so. Jetzt haben wir da einen im Südwesten. Wo ist ein Westen auf der Karte hier? Südwesten ist von hier aus darüber. Auf der dürfen wir noch nicht gewesen sein, auf der Insel, weil ich will jetzt ungern eine Insel anfahren, auf der wir schon waren. Also wir nehmen jetzt mal mit, was wir brauchen. Nee, das hier brauchen wir. Die Kiste brauchen wir. Wir brauchen ansonsten eine Taschenlampe. Das heißt, das hier brauchen wir nicht. Unser Ziel wird es sein, wir wollen Lehm. Ach, ich will eigentlich auch eine Trinkflasche, oder? Was brauchen die zum Craften? Die Trinkflasche. Gebrauchsgegenstände? Da ist die. Jetzt bräuchte so ein Drying Rack auf jeden Fall. So ein Lederspann-Dings. Ja, das will ich jetzt eigentlich nicht bauen. Ah, Wasserflasche. Wo ist der Unterschied da oben? Wasserbeutel? Wasserflasche, das braucht dann das hier. Ja, das können wir alles nicht machen gerade. Ja, dann nehmen wir auch nichts zu trinken mit. Im Notfall trinken wir auf den. Ja, im Notfall trinken wir einfach von den Kokosnüssen. Kleiner Tipp, wenn ihr Rechtsklick gedrückt haltet, man denkt ja erstmal, scheiße, ich sehe ja gar nichts. Ist näher, ja. Ihr könnt auch mit Linksklicken dann ranzoomen. Da hätten wir viele Palmen. Da drüben haben wir auch eine kleine Insel. Es sind halt wenig Gefahren, das heißt, eigentlich brauchen wir gar nicht großartig was an Waffen mitnehmen. Wir brauchen. Bauen wollen wir auch nicht. Licht brauchen wir gegebenenfalls. Und wir brauchen den Hammer. Doch, den Hammer brauchen wir. Und zwar aus dem einfachen Grund, wenn wir jetzt hingehen. Jetzt habe ich dich genau. Ja, komm, geh runter, darunter ist der Hammer. Ey. Komm her. So. Nein. Den Hammer rein. So, wir wollen auch noch. Ja, looten. Das heißt, wir werden da drüben ja Kisten finden. Könnten aber auch mal ein paar leere Kisten mitnehmen. Wobei, wir haben gar keine leeren Kisten, wie ich gerade sehe. Ja, die Frage ist, finden wir genug Kisten oder nehmen wir noch eine Kiste mit? Haha, müssen wir nur nachher noch erkennen, dass was Speer ist und was nicht. So, jetzt haben wir 2 Kisten dabei. Das brauchen wir. Das ist alles nicht verkehrt. Wir wollen ein paar Palmen mitbringen. Wir wollen Palmen mitbringen. Und vor allem, wir brauchen das Bauteil am Floß. Das hilft alles nichts. Ja. Gerade mal gucken, ob das. Entenfleisch wollte ich schon sagen, aber ob das. Ja, das sieht gut aus, oder? Geräuchertes kleines Schlangenfilet. Okay, Durst haben wir auch schon wieder. So, jetzt sind wir eigentlich. Ja, so sollte es auch wirklich hinhauen, oder? Was meint ihr? Dann lass mal auf den Kompass schauen. Südwesten. Wir nehmen die Südwesteninsel, das heißt, wir müssen gegenüber Nordosten wieder hierher zurückkommen. Mal die anschalten, dass wir es auch sehen. Machen wir mal so. Okay, das müssen wir auch drehen. Das hängt ja ein bisschen schief im Wasser. Irgendwie habe ich gerade ein bisschen Angst vor dem Wasser, warum auch immer.
So, dreh das Ding mal um. Komm mal her. So. Hoch. Weil hier muss unbedingt noch ein Anbau dran. So, wie sieht's denn aus? Wir nehmen die südliche Insel. Wobei, wenn wir die südliche nehmen, ist einfach nur nach Norden. Machen wir das mal, oder? Selbst wenn wir auf dieser Insel waren. Segelhissen. So. Das ist jetzt nach Süden, haben wir gesagt. Da müssen wir einfach nur Süden niemals ohne Bogi waschen. Sonst kannst du mich nicht vernaschen. Wir fahren da jetzt mal rüber. Wir schauen mal auf die Uhr. 10 Minuten. Also, wenn ihr wieder eine Story hören wollt, dann bleibt drin. Wenn ihr sagt, ach, die Storys, die interessieren mich nicht, ich will wissen, was auf dieser Insel ist, dann spult auf die 13. Minute und erfreut euch an der neuen Insel. Ich hoffe, dass es eine neue Insel ist, ansonsten müssen wir wirklich die nächste dahinter mal ansteuern. Ja, was soll ich euch erzählen? Lustige Erlebnisse aus dem Wasser oder so. Ich hab recht spät schwimmen gelernt, mit 16. Ich habe das irgendwie vorher nicht so drauf gehabt, obwohl meine Großmutter mal versucht hatte, es mir beizubringen. Dann war das Problem, ich war bei meinem Onkel. Mein Onkel hatte, also der Bruder von meiner Oma, ich war super gerne bei dem gewesen. Und er hatte immer draußen so einen runden Pool, der im Boden war. Und da war eine Kuppel drüber aus Plane und dann konnte man im Winter darin schwimmen gehen. Das ist aber alles schon kaputt gegangen, bevor ich alt genug war, um diesen Pool reinzugehen. Da hatte ich so ein großes, so ein Transportschiff von Lego, so ein weißes, hatte ich dabei und es war Herbst, aber es ist gerade Herbst geworden, es wird kühler. Und dann wollte ich in diesen Pool rein, hab dann dieses Schiff da drin gehabt und hab Bälle da reingeworfen. Da hat mein Onkel schon angefangen, ja, wir überlegen, das Schiff war draußen, mein Onkel hat so eine Plane drüber gemacht und ich habe gesehen, dass unter dieser Plane lagen diese Bälle und mein Onkel hat beim Frühstück drüber geredet, ah Mist, er muss nochmal in den Pool rein, diese Bälle rausholen, weil er Angst hat, wenn der Winter kommt, dass es dann so frostig wird, dass die Plane oben kaputt geht. Ja, wegen Spannung halt da drauf. Und dann dachte ich, ja, ich tue meinem Onkel was Gutes, ich mag den ja. Und habe mir die Plane auf einer Seite von diesem Pool so umgeklappt. Oh, ich muss aufpassen, dass ich nicht abdrifte. Umgeklappt, bin da reingestiegen, hab die Plane mit der Hand hochgehalten, bin auf den Zehenspitzen. Also ich war damals, also ich bin recht groß. Oh cool, hier waren wir noch nicht, da ist ein Container im Wasser. Ich bin recht groß, also ich bin 2 Meter groß. Und ich war damals vielleicht, weiß ich nicht, keine Ahnung, 1,70 oder so. Ich konnte gerade so im Wasser laufen, dass man das Wasser bis hier gestanden hatte. Dann bin ich hin, auf den Zehenspitzen, bis an den Ball ran und wollte nach diesem Ball greifen. Und dann ist dieser Ball weggerutscht von meiner Hand. Ja, und dann dachte ich noch so, komm, ich setze der ganzen Sache nach. Bin noch ein Stück näher ran und bin untergetaucht, ja, weil ich so weggerutscht bin auf dem Boden. Ja, gut, nichts bei gedacht. Hingestellt, wollte meinen Kopf wieder hochmachen und merke nur, Plane über mir. Ich so, hä, was ist denn jetzt los, ja? Und dann ist die Plane aufs Wasser gefallen und hat dann, oh, da war der Hai wieder, hat dann so ein Vakuum drunter gehabt. Das heißt, ich konnte nichts machen. Aber interessant, die Insel hier übrigens. Ich muss mich abkühlen. Ich sitze unter dem Sonnensegel und ich muss mich abkühlen. Okay. Habe ich damals auch vielleicht gedacht, ne? Und dann war ich da drin, hab, oh, der Hai wieder. Luft angehalten. War hier im Frack hier neben, gell? Geil, gefällt mir. Hier ist echt gut. Eine süße kleine Insel. Wir haben es gerade noch zu Ende zu erzählen und ich habe da auf einmal auch Wasser geschluckt und ich dachte jetzt auf einmal, Moment, Anker, Anker, Anker. Ja, sehr schön. Ich dachte echt, es wäre um mich geschehen, ja, weil ich habe wirklich Panik bekommen und bin dann getaucht bis, ich war auch ein schlechter Schwimmer, bin dann getaucht bis zum, es regnet, es ist windig hier, jetzt gibt es auch noch den Sturm oder was, kann ich ja überhaupt nicht gebrauchen, na komm. Hier ist auch noch da. Auch eine sehr coole Insel, gefällt mir. Jetzt im Abkühlen nervt gerade ein bisschen. Es wird gerade dunkel und ich muss mich abkühlen. Sehr schön. Hier liegt aber nichts mehr. Waren wir hier schon mal? Eigentlich nicht, oder? Ja, und da wäre ich da beinahe ertrunken. Ich habe dann wirklich mit Ach und Krach noch da, da rausgeschafft. Wir waren schon mal hier. Mit Ach und Krach da rausgeschafft und das war nicht ohne. Ich habe den Zang im Endeffekt geschafft, dass der Rand neben so ein bisschen umgeschlagen war und ich dann Luft holen konnte, weil die Plane so am Rand war. Und das war wirklich, da habe ich schon mich abgefunden, so schön das war's, die suchen nach mir und finden mich nachher mit Ach und Krach, weil ich da irgendwo in dem Pool tot rumschwimme oder so. Also das war echt übel. Okay.
Lasst mal schauen. Ein Stein. Haben wir hier eine Kiste? Weil ich sehe irgendwie nichts. Nee, hier liegt nichts. Nee. Ich glaube, wir waren hier, aber haben irgendwie nicht alles mitgenommen, kann das sein? Nee, ein großes Schwein? Wir waren hier irgendwie nicht gewesen. Schade, wir brauchen halt diese gelben Bojen. Ich gehe mal den anderen Weg außen rum. Kein Bock jetzt auf das Schwein. Das ist mir zu viel Schweinerei, was das Schwein da machen will. Das heißt aber, wenn Schwein und Felsen... Die ist aber auch geil, die Insel, gell? Die gefällt mir auch. Und der sind wir gekommen dahin. Das Coole bei der hier ist, dass der Felsen so niedrig ist. Lasst mal nach dem Sturm nochmal schauen. Vielleicht können wir uns doch mit der Insel hier anfreunden. Eigentlich haben wir ja schon angefangen zu bauen. Aber wir haben ja nur eine kleine Hütte da drüben gebaut. Und hier die Freifläche, das gefällt mir, das ist echt schön. Seeigel, Wetter auch. Okay, jetzt haben wir das Dings ja hier liegen. Können wir schon noch was einstecken? Ja, komm, machen wir dich mal da rein. Die drei mal zwei Steine. Das passt ja hier rein. So. Ich lasse jetzt mal die Axt in der Hand, weil hier sind bestimmt Schlangen. Ich dachte, hier waren wir nicht, aber das Krasse ist, dass hier vorne nichts gelegen hat auf der Insel. Oh, Riesenkrabbe. Ja, Krabbe, du kannst mich jetzt gerade mal am After schmatzen. Ist mir jetzt egal, was du da gerade hinten abziehst für Krabbereien. Noch hier. Stein. Krabbe. Boah, ich kann gerade nicht rennen. Da liegt ein Stock. Stein. Ja, hier, und Mist, die Insel ist auch richtig geil. Liegt ein Frack nebendran. Folgt der Krebs noch? Er hat echt Ausdauer, der gute Mann. Zweimal Stoff. Ja, das ist sehr, sehr schön. Da kommen wir wieder zum Schwein. Aber hier mit dem... Das ist geil. Die ist ein bisschen kleiner, die Insel. Aber wir könnten... Ich habe ja so vor, mal hinzugehen und so eine Treppe irgendwie hochzubauen. Dann können wir vielleicht auf dem Stein oben bauen. Das wäre auch richtig geil. Und da finden wir vielleicht hier unsere gelben unser Treibgut, ne? Diese Bojen. Boah, der Krebs folgt uns nicht mehr. Bretter. Dann machen wir hier die Links rein. Zack. Das passt auch. Boah. Okay, du haust ab. Falsche Sache. Haust ab oder haust du nicht ab? Aber die Wellen, die gehen ja richtig ab gerade. Oh weh. Wollen wir hier ein bisschen erkunden gehen? War Augen auf vor der Schlange. Ich hoffe mal, ich kann entkommen dem Schwein. In Richtung Krabbe, vielleicht greift die Krabbe ja das Schwein an. Ich glaube aber eher nicht. Ich glaube, ich höre das Schwein auch hinter mir, kann das sein? Boah, das war ein Holz. Ich dachte, das wäre eine Schlange. Da ist die Schlange. Eben war die Schlange irgendwo gewesen. Und das Schwein folgt mir noch. Renn, renn, renn um dein Leben. Oh nein, ich kann gerade nicht mehr rennen. Und es kommt wieder. Ich muss in den Container rein. Lauf doch schneller. Ah. Das folgt mir bestimmt nicht hier rein, oder? So, mein Schweinchen. Uff. So. Ah, jetzt müsste der Sturm nochmal enden. Das ist doch scheiße. Und ich könnte sogar hier drin fischen, habt ihr gesehen eben? Also machen wir jetzt mal die Axt auf die 1. Und nehmen die Lampe mal in die Hand. Wie spät haben wir denn? Das Ärgerliche ist, wir hätten noch so viel hier zu sehen gehabt mit dem Tag. Oh. Wo ist denn das Schwein? Oh, das steht immer noch da. Kommt das jetzt? Ja, es kommt schon wieder. Ich muss auf meinen Floß hier, das ist doch so furchtbar. Auf das Floß will ich gar nicht, hätte man da runtergespült. Was auch cool ist, diese kleine Sandbank, die hier vorgelagert ist. Boah, jetzt kommt Nacht und es ist richtiger Regen. Aber
Das sieht aber geil aus, oder? Wie das Floß so hier in den Wellen hoch und runter geht. Da drüben das Wrack. Das Schwein ist ja weggerannt. Das wir. Nee, das rennt auch da oben wieder rum. Und das Blöde ist, ich habe keinen Bogen mitgenommen. Hier liegen die Kisten. Droppen wir mal den restlichen Kram hier. Und. Ach, den Kompass auch. Puh. Okay, das Wetter hat sich erholt. Ich hasse es ja wirklich, jetzt hier schwimmen zu gehen. Wir haben auch gar nicht gesaved, bevor wir losgegangen sind, ne? Nur mal so am Rande. Finden wir hier eine Kiste? Ja, wir finden eine Kiste. Dankeschön. Noch eine zweite? Nee. Okay, Frack. Sehr schön. Und dann gehen wir mal rein, dann sind wir auch vor dem Hai sicher. Geh rein. Mitnehmen. Und auch immer hier mal reintauchen, weil manchmal liegt hier hinten auch eine Kiste drin. Dass man sie so gut... Boah, darf natürlich nur nicht festhängen bleiben. Noch eine Kiste? Besser? Okay, das war's. Hier ist auch nichts drin. Jetzt würde mich noch interessieren, ob vorne auf dem Deck... Hoffentlich ist kein Hai da. Oh ja, hier sind sie. Okay. Jetzt machen wir mal Folgendes. Haben wir Platz im Inventar? Schweinchen, geh weg. Ich will nichts von dir. Wir haben drei Plätze frei. Ja, dann holen wir uns gerade mal die Bälle. Aber ohne Licht ist auch blöd. Jetzt bitte kein Hai. Den kann ich jetzt nämlich nicht gebrauchen. Aber hier, da ist er. Und da ist das Boot. Und was wir jetzt trotzdem machen mit dem Abhacken? Das ist ein anderes Boot jetzt, oder was? Was ist jetzt los hier? Hä? Ich bin auf einem anderen Boot. Wo sind das jetzt? Oh, ich hau ab ans Ufer. Okay, jetzt dürfte dem Hai entkommen sein. Man hört ihn zwar noch. Aber hier in den Flach kommt er doch nicht, oder? Oh. Okay, kleine Schweinchen. Dieses. Sag mal. Ah, hier war das nicht. War eben an dem Boot gewesen. Ja, dann droppen wir das schon mal, das Zeug weg. Wir haben eh gerade keine Ausdauer. Das droppen wir mal hier, dass wir mal auch sehen, was wir da gefunden haben. Weil wir haben ja nicht reingeschaut, wir müssen uns überraschen lassen. Okay, Seil, ja gut, Essensration. Ja, nicht so wirklich doll. Und wieder andere Motorteile. Das passt aber da rein. Machen wir das mal hier. So, ich will auf jeden Fall... Ja, ist die Frage. Wollen wir hier auf dieser Insel bauen? Kriegen wir es rum, dass wir hier Tag kriegen? Vielleicht mal mit Schlafen und kleine Hütchen bauen? Also ein Schlafplatz schadet ja nicht, oder? 4 Palmblätter, 3 Äste, 1 Seil. Das Seil hatten wir eben hier in der rechten Kiste gehabt. So. 3 Äste. Hier liegen ja auch Äste. Einer. Frage ist, wo ist das Schwein hin? Palmblätter. Das heißt, wir müssen eine Palme platt machen. Nehmen wir die große. Zwei Stöcke. Drei Stöcke. Das wären die drei, die wir brauchen. Und jetzt noch die Spitze von der Palme. Nehmen wir die hier, oder? Uah, was greift mich denn jetzt an? War das jetzt eine Schlange oder was gewesen? Was war das? Ach, das ist okay, der Krebs. Hier, weißt du was, mein Freund? Jetzt reicht's mir gerade mal, gell? Ich verstehe, ich weiß, man kann rückwärts laufen, aber ich hau da immer vorbei. So, du kommst mit. Und kleines Schweinchen, du machst dich mal besser aus dem Weg hier. Zwei Steine. Da lag noch Holz. Ich bin gerade mal da liegen. Wow. Dreier Krebsteam hier. Die gehen richtig ab. Seht ihr, das ist Krebs-Gangbang. Wäre ein passender Name vielleicht für die Folge. Und dann droppe ich das jetzt mal hier.
Und das Schwein ist da hinten, okay. Jetzt die Palme weiter abhacken, das war die hier, glaube ich, gewesen. So, mein Palmchen. So, ein Holzstamm. Einen von der Palme wedeln. Mitkommen. So. Fallen die jetzt direkt ab oder löst sich das trotzdem erstmal als Palmenkopf? Okay, es geht direkt ab. 4 Stück. Wir kamen. Boah, jetzt bin ich echt mal gerade ein bisschen überfragt. Wir sind doch hier so gerade angelandet, oder? Wir kamen von der Insel da hinten. Oder von der? Nee, von der da. Norden, genau. Norden. Dann lasst uns doch mal hier Schlafplatz aufschlagen. So, dankeschön. Jetzt gehen wir ins Wasser und holen uns die Bälle. Dann können wir direkt mal nebendran ins andere Wrack noch rein. Selbst wenn der Hai kommt, wir sind eigentlich, ja, nee, wir sind nicht so wirklich fit. Genau, hier waren sie. So. Schnell, schnell, schnell. Kommt her. Zack. Er steht auf dem Dach, das ist auch gut. Habe ich alle? Da ist noch einer. Okay. Scheint gerade kein Hai da zu sein. Okay, die Krebse, die wollen mich hier flankieren. Der geheime Angriff der Krebse. Aber jetzt machen wir mal Folgendes. Wir wollten ja sowieso hinten anbauen. Das heißt, wir brauchen den Hammer auf jeden Fall. Wir brauchen 2 Planken für oben drauf und brauchen 3 Planken für das Kistengestell. Wir drehen das Floß jetzt mal. Also, beziehungsweise wir bringen es mal ein bisschen näher ans Ufer. Liegt nämlich hier gerade auf so einem, wobei. Ja doch, das gefällt mir hier nicht so, wenn es hier liegt. Kann man es drehen? Ja, sieht gut aus. So, Crafting. Gebrauchsgegenstände. Handwerk. Bauen. Transportmittel. Ich wusste es doch, dass wir es finden. Ein Seil, natürlich. Weil das ist Schwein, wie auch immer. So. Ein Seil. Hatten wir eben in den Kisten ein Seil gefunden? Ich glaube nicht, oder? Ah ja, wäre ja auch wieder zu schön gewesen. Wir nehmen das Messer. 1. Alle guten Dinge sind 4, haben wir ja schon damals in der Schule gelernt. 2, 3... Und die 4. So, dann kriegen wir nämlich ein schönes kleines Happy End nämlich für die Folge. Indem wir uns jetzt noch ein Seilchen bauen. Ein Seilchen. Oh, kein Platz mehr. Oh, das ist so kleine Schwein. Ich dachte schon wieder. Irgendwas droppen. Steine brauchen wir nicht am Floß jetzt. So. Aber auch hier gilt wieder. Vorsicht beim Tauchen. Hatten wir es gedreht eben. Uns gedreht, ja. Aber doch hier an der Seite wollen wir ran. Also, Crafting, Bauen, Transportmittel. So, sehr schön. Ja, geil, habt ihr gesehen, es kommt auch direkt runter. Da gehen wir jetzt mal direkt hoch, oben drauf. Machen dann mal die Beplankung dafür. Planke Regal. Planke Floßboden. Dann bauen wir hierauf ein Regalgestell. Dafür brauchen wir nochmal 3 Bretter. Was ist ein Seeigel da unten gewesen? War das einer? Nee, es war nur so eine scheiß Alge. 3 Bretter. Vor allem, wir haben jetzt echt ein Problem. Wir sind hierher gefahren, um uns ja die Palmen zu holen, ja? Ja, es fehlt auch eine Kiste übrigens. Die Palmen zu holen. Wenn wir uns die Palmen holen, wenn wir jetzt hier bauen sollten, wir haben ja gesagt gehabt, nee, dann wollen wir eigentlich nicht hingehen und die Insel abbauen, die Palmen, weil wir das
optisch schön finden. Hast du gesehen? Man kann es auch unten auf den Grund stellen, das Ding. Sehr schön. Das schwimmt gerade mit dem... Okay, ist trotzdem okay so, oder? Schwimmt das jetzt, oder? Ist das nicht fest, richtig? Sieht's nicht so gut. Mal von hier gucken. Da ist es fest auf der linken Seite. Doch, auch rechts auch. Gut. Ja, so ist doch okay. Jetzt haben wir das Regal. Jetzt können wir 6 Kisten transportieren. Jetzt könnten wir nochmal... Ja, 30 Minuten. Eigentlich. Wir brauchen ja... Wir brauchen Essen und Trinken. Trinken brauchen wir auf jeden Fall. Das heißt, wir können jetzt nochmal 2 Kokosnüsschen schlürfen, die wir da oben mitgebracht haben. Beziehungsweise, was heißt mitgebracht? Die haben wir ja hier... Wir haben die Palme ja hier gefällt. Und wo sind die Kokosnüsse hingerollt? Da ist eine. Eine. Ja gut. Eine ist besser als keine, gell? Trinkkokosnuss. Ach, Verbrauchsgegenstände. Warst du schon gewesen. Handwerk, Verbrauchsgegenstände. Ja, die ist einfach nur kaputt hauen, die Kokosnuss, oder? So. Trinkbare Kokosnuss. So. Sieht aus wie so ein Gesicht. Seht ihr unten mit so einem traurigen Mund und die Augen in der Kokosnuss. Ich bin die traurige Kokosnuss. Ich möchte nicht auf dieser Insel hier sein. Die schmeißen wir hin. Du bist so traurig. Dich müssen wir... Weißt du, was ich umdrehen? Dass du mit deinem traurigen Gesicht hier rausschaust aufs Meer. Wartet. Jetzt hat sie das Gesicht gar nicht mehr. Ist ja gemein. Jetzt hat sie 3 Griffe oben drin wie für eine Bowlingkugel. Aber. Ich muss mich gerade mal umschauen hier. Da drüben, die Insel war schon nicht schlecht. Ich muss nachher mal im Kartografer schauen, wo wir jetzt eigentlich genau sind, weil das finde ich, finde es cool mit dieser freien Fläche hier und dem Felsen, wenn wir da irgendwie nachher drauf bauen oder so. Da lasse ich mir noch was einfallen. Aber ich denke, es ist ein guter Punkt, um hier einen Break zu machen. Wir haben das Floß ja, wir haben das hinbekommen, was wir wollten. Wir können in der nächsten Folge dann auf Schweinejagd gehen. Wir können die restlichen Wracks abtauchen, weil das ist ja noch eins gewesen hier neben. Wollen wir da jetzt noch rein? Nee, machen wir jetzt nicht mehr. Nee. Und dann warten wir auch auf das Sonnenlicht und erfreuen uns an einem neuen Tag. Ah, ist nicht schön, die Sonne hier von meinem Dings. Ah, ich habe was vergessen. Ich hatte ja dem, ich weiß gar nicht, wie heißt er denn? Ein neuer Subscriber von mir versprochen, der hat mir geschrieben, hatte, SOS-Bogi ist 3-mal kurz, 3-mal lang, 3-mal kurz. Wir wollen ja gerettet werden, ja? Also, wir setzen uns hin. 3-mal, Licht ist aus. Achtung, 3-mal kurz. Okay, 3-mal lang. Und wieder 3-mal kurz. Es soll keiner sagen, dass ich nicht auf meine Abonnenten höre. Natürlich mache ich das und deswegen... Like da lassen, abonnieren. Hier überall tauchen gleich die Videos auf und so. Könnt ihr draufklicken, die ganze Playlist euch reinziehen. Super unterhaltsam. Und von daher wünsche ich euch noch eine schöne, angenehme Woche. Wir haben ja heute Montag. Und dann genießt die Woche mal. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Euer Onkel Bogi. Bis dann. Ciao.